Hallo Müdü und herzlich willkommen zurück hier zu Battlefield 4, oder soll ich eher sagen Battlefail 4, weil also das, was ich jetzt in letzter Zeit hier rumfehle, das ist unter aller Sau. Das lässt die Güte nicht mehr gut aussehen. Also, schlechter geht's eigentlich nicht mehr. Das ist richtig mies, was ich hier abzeichne, weil ich treffe nicht, ich werde ständig irgendwo irgendwie gekillt. Betonung nicht auf ständig, also ist ja nicht nochmal irgendwie bloß ein Witz oder so. Ich werde wirklich ständig gekillt. Und was ich hier schon an Tode erlebt habe, das ist reinstes Kino. Da denkst du dir, so mir nicht, sind nicht dabei, okay. Ja, ja. So, Nummer 1 weg. Naja. So, Nummer 2 weg. Wir würden jetzt doch mal auf die Nahkampfwaffe umrüsten. Mal schönes Feuergefecht anfangen. Tot, tot, tot. Okay. Dann rennen wir jetzt hier hoch und besetzen mal diese schöne MG. Womit wir nicht nach unten ziehen können. Ich gehe kaputt. Also das kann ja wohl nicht sein, oder? Die mit ihren scheiß Drecksgranaten jedes Mal. Also, die gehen mir richtig auf den Zeiger. So, und jetzt gehen wir mal wieder runter zu unseren Freunden. Boah. Also, Granaten, Granaten, Granaten. Ich sehe immer die ganze Zeit nur irgendwelche mystischen Granaten um mich rumfliegen, die nichts Besseres zu tun haben, als mich zu töten. Jetzt hätte ich denen irgendwas getan. Tier oder habe ich. Na, no, komm zu Baba. Na? Hab ich dir irgendwas getan? Nein, habe ich nicht. Weil ich bin ein netter, friedlicher, zuvorkommender Mensch. Und die schießen mich immer irgendwie über den Haufen. Na komm, spring raus, komm zu Baba. Denk nicht mal daran, die Granate zu werfen. Ist noch nicht mal ein richtiges. Oh, da kommt wieder einer. Ja, ist klar, immer wenn ich mal am Nachladen bin, kommst du an Garanz. Den ganzen Tag nichts anderes zu tun, oder wie? Wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärladung sein. Echt? Sind wir jetzt direkt über die Stelle für die Primärladung? Da ist was und da ist auch noch. Oh! Hey, Rack, wir haben hier einen Aufzug. Ja, warte mal, gehen wir ein bisschen mal zu Munition sammeln, weil. Oh, das ist hier oben. Oder wie? Oh. Nö, ich hab Schiss. Ich habe Schiss, hier gleich wieder jämmerlichst drauf zu gehen. Aber ich werde müssen, verdammt. Was? Wieso hab ich jetzt wieder Schaden gekriegt? Personenschutzagenten sind normalerweise nicht so felderfahren. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach komm schon, da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Entschuldige. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer im Gingers Sicherheitsteam. Ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Hast du? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. Okay. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe. Ja, und dann? Wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe dich. Shit! Was zum Teufel? Der Strom. Sie haben den Strom abgestellt. Das ist natürlich nicht sehr gut. Das heißt jetzt. Fuck! Raus! Los, los, los! Alle müssen die Sprengladung anbringen! Hier? Okay. Wir hatten den Rückfall. Fuck, wir kriegen Probleme! Los, Henner! So, es wurde eigentlich. Hier rüber! Gib mir Deckung! Schalt die Schweine aus! Na, kommt der Baba.
Stirb. Gut. Ah, eine gute Position für, zum Snipern. Ich würde gerade sagen, wie schnell bin ich denn jetzt hier vorgerollt? Das nennt man mal schnell kriechen. So, dann laden wir nochmal nach schnell. Achso, ist schon nachgeladen. Okay, dann tun wir noch so nachladen. Na komm. Und. So, komm. Ja, dann stehen wir nicht noch so sinnfrei im Weg rum. Und. Mann. Schön. Schön weggenietet, den kleinen Bubi. Wieso schieben die mich die zwei immer weg? Ich weiß nicht, ob die was gegen mich haben oder so. Das kann ja nicht sein. Wir müssen die zweite Ladung anziehen. Mach du das, Wrecker. Ja, bin ich ja schon drüber, dran und drum. Klick, klick. So, passt. Voll Wildurchbruch. Ah, die kriegt eine Granate geschenkt von mir heute mal. Ah, ist noch jemand? Ja, ich wüsste, dass ein Volltreffer war. Kann ich immer verlieren. Oh mein Gott, ich habe sie getötet. Was habe ich getan? Ich bin ein Mörder. Ein elendischer Mörder. Ja, ja, Sniper. Komm, snipert mich. Komm schon, los! Die sind überall. Ja, von wo snipert? Schön hinterrücken. Oh, schön im Hinterrücken reingeschossen, der Arme. Da kann eigentlich schon ein bisschen leid tun. Na, wo bist du? Komm zu Papa. Jawohl. Nicht getroffen, aber trotzdem gekillt. Naja, gut. Das war ein um die Kurve Lenkgeschoss. Ein um die Kurve Lenkgeschoss. Jawohl, schnapp ich mir. Na komm. Boing. Boing. Ich sehe keinen Feind mehr. Doch, da oben noch. Boing. Zap, zap, in dem Gelab. Brauchst du das jetzt? Dum, 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 dum. Okay. Langsam aber sicher müssen wir hier runter. Ja, spring. Die Gerüste, Wrecker. Anders kommen wir hier nicht weg. Was? Was die Gerüste, anders kommen wir hier nicht weg. Was hast denn du jetzt vor, Baby? Oh. Alter. Ich hab da irgendwie gerade Bauchschmerzen hier lang zu gehen, weil ich ahne. Was? Oh, ist aber schön gesprungen, der Kleine. Wo hänge ich denn hier jedes Mal fest? Das ist ja wohl nicht mehr normal. So, da ist keiner. Da ist ein Toter. Da könnte mir fast aber leid tun. Oh, Mann. Springe! Ich hab's geschafft. Na, los, komm. Sauber. Alter, fall jetzt ja nicht runter hier. So, da lang geht's nicht, da lang geht's nicht, also da lang. Jetzt rennen wir wieder zurück. Ich geh kaputt hier. Das kann ja wohl nicht Sparschwein. Ah, ja, hoch. Niemand da? Auch schön. Alter, Alter, wo wollen wir denn hier lang? Hätten wir einen Fallschirm mit, würde... Komm schon, los, beweg dich! Alter, verarsch... Ach du heilige Scheiße. Ja, komm schon, los, beweg dich. Hast du schon mal geguckt, dass... Ja, ja. Was jetzt oder nie? Die
frei. Oh shit. Alter Falter. Und du? Was ist passiert? Ich habe nur zwei Explosionen gesehen. Und das war die drei. Oh yes. Das Ding ist auch nicht auch mal geil von nahen zu sehen, aber das ist doch ein bisschen Tischner, oder? Ach, du heilige Kacke. Verdammte Scheiße aber auch. Alter, was sind wir hier? Also zumindest sehen wir ein paar Leute. Ich weiß nicht, ob es unsere Leute sind oder ob es Leichen sind. Alter. Gut, wir scheinen zumindest erstmal mehr oder weniger überlebt zu haben. Oh, da kommt ein Hubschrauber. Ist einer von uns? Gehen wir, Wrecker. Na los, Wrecker. Es wird Zeit zu verschwinden. Komm los. Vor allen Dingen hatte ich nicht vorhin ein Scharfschützengewehr mit. Jungs, Mädels, hatte ich nicht vorhin ein Scharfschützengewehr mit. Das ist ein Phänomen, den wir nie schaffen werden. Ist das Greenland? So. Die schuldet uns noch eine Spritztour. So, ich würde sagen, das wird mal wieder ein relativ kurzer Part, weil wir sind jetzt schon hier und haben den Damm gesprengt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da oben ist zumindest, wie aussieht, der Damm, wenn ich es richtig sehe. Und ja, von da sind wir dann hier gespült worden. Ist ein ganzes Stück. Ich glaube, den Auto sieht es auch nicht wieder, aber okay. Wie wir das überlebt haben, keine Ahnung. Wir haben es überlebt. Wir werden es nie erfahren. Aber zählt nicht nur eins, dass wir überlebt haben. Ja, ja. Schöne Natur, der Regen, der Fluss. Ein qualmender Berg. Eine schöne Moschee mitten im Gefecht. Und ein landender Hubschrauber, der mir fast auf den Kopf gelandet wäre. Und rauskommt unser Taxi. Das war klar. Sehr gut, Wrecker. Gut. Flugabwehr ist ausgeschaltet. Die Luftbrücke wieder auf. Okay, und was macht ihr zwei jetzt hier? Major, wie kommen wir hier weg? Ich kümmere mich drum. Ihr braucht einen Transport nach Westen. Ja. In zwei Minuten abholbereit. Das kriegen wir hin. Bewegung. Was machen wir denn jetzt? Jetpack fliegen oder was? Hä? Schön, ihr sitzt alle vor einer leeren Kiste. Achso, Gurtzeug nehmen. Ja, ob ich dir da so vertrauen kann, das will ich jetzt nicht. Du siehst komisch aus, du guckst mir nämlich hinterher. Ich habe Angst vor dir. Kann ich feuern? Nein. Alter, wenn du mich irgendwo in die Hölle schickst, ne, ich sag dir's. Ich komme wieder und befruchte dich von unten. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Was zum Beispiel redest du da? Pass auf, was du sagst, Junge. Was? Die Chinesen haben den nördlichen Teil des Suezkanals erobert. Aber wir holen ihn uns zurück. Okay, und wie? Euer Schiff steckt richtig in der Scheiße. Ach, Rotz. Danke, Mensch. Nein. Ich danke euch, ihr Pfeifen. Ihr Pfeifen? Wir fliegen jetzt aber nicht mit einem Ballon, oder? Wenn er eingenommen hat, fährt ihm Jinji direkt in die Arme. Wir müssen sofort zu ihm zurück. Ich dir nicht gleich erst schaffen. Bist du okay? Irish. Fuck. Vielleicht weil du Scotch trinkst? Ich hab seit drei Jahren nichts mehr getrunken, Hannah. Warst du auf der Notre Dame? Nein. Also? Nee, oder? Ich heiße Irish. Weil ich... Nee, oder? Scheiß die Wand an. Okay. Das nenne ich mal einen geilen Flug. Ja, mit Sicherheit, klar. Dann hätte ich auch Schiss gehabt.